Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video und endlich ist es soweit. DC Universe Rebirth ist da. Ich bin euer Comic Hunter und los geht's. Und eins vorweg, es gibt keine Spoiler. Ich mache gleich eine klitzekleine Anmerkung, aber ich möchte natürlich niemandem den Lesespaß verderben, allen voran den deutschen Lesern natürlich nicht, denn die müssen ja noch ein bisschen warten. Das erste, was natürlich auffällt, ist, dass Geoff Johns die Serie übernommen hat, allen voran dann Batman, und man kennt ihn aus Batman Erde 1. Und was bedeutet das für uns? Tja, erstmal Abschied von Scott Snyder. No, you've been a good friend. Man hat ja in letzter Zeit oft gelesen, dass die ganze Rebirth-Geschichte kein Reboot ist, und das kann ich so auf jeden Fall unterschreiben. Man hat einige Sachen verändert, allerdings ein richtiger Reboot sieht wirklich anders aus. Und jetzt kommt der kleine Hinweis, von dem ich gerade gesprochen habe. Das wird der erste und letzte sein, versprochen. Die Story beginnt damit, dass ein Außenstehender das ganze DCU betrachtet und im Prinzip feststellt, da stimmt was nicht, da fehlt irgendetwas. Und was das ist, tja, das werdet ihr selber lesen. Was ich aber verraten kann und möchte, ist, dass in der Story viele Dinge erwähnt werden, die den Fans bei The New 52 immer sehr so ein bisschen aufgestoßen sind. Zum einen werden da die verschiedenen Crossover und dass es generell zu viele gab, Kontinuitätsprobleme und redaktionelle Probleme. Das wird natürlich nicht direkt im Comic selbst angesprochen, aber man bekommt so einen kleinen Hint. Und warum? Es sieht nämlich so aus, dass DC einige Sachen richtig machen will, beziehungsweise richtig stellen möchte. Man hat wirklich das Gefühl, dass, fast schon wie so eine kleine Entschuldigung an die Fans, okay, wir haben Fehler gemacht, in der Zukunft wird es aber besser laufen. Und in diesem 80-seitigen Heft tauchen echt viele DC-Charaktere auf. Und ja, für mich ist ein bisschen so das Thema eigentlich Back to the Roots, also mehr wieder in Richtung Charakterentwicklung und mehr Substanz. Auf jeden Fall kann ich sagen, dass dieses Heft auf jeden Fall richtig Lust auf mehr macht. Ich kann es schon kaum erwarten, besonders die letzten ein, zwei Seiten machen da einen schon richtig heiß. Und das hat DC richtig gut hinbekommen. Und durch diese Reflexion im Prinzip des Außenstehenden, der halt das DC-Universum sozusagen betrachtet, stellt er und auch der Leser sich dann viele Fragen. Und lustigerweise sind das wohl dann oft so Sachen gewesen, die sich die Fans schon bei The New 52 gefragt haben, warum das so ist. Aber diese Fragen werden nicht beantwortet. Und das ist im Prinzip richtig gutes Storytelling und das macht einen richtig heiß und ja, die Vorfreude steigt eigentlich ja, jeden Tag schon. Und allzu lange will ich jetzt gar nicht rumquatschen, das ist im Prinzip nur so mein kleiner Eindruck, allzu viel kann ich natürlich nicht erzählen und will ich auch nicht, weil ich nichts vorwegnehmen möchte. Allerdings ist es echt gut, finde ich, dass DC im Prinzip Eingeständnisse gemacht hat und gesagt hat, okay, wir haben in der Vergangenheit viele Fehler gemacht, die Fans waren nicht glücklich und das werden wir ändern und ich finde, das ist echt ein mutiger und ein guter Schritt. So, das war's von meiner Seite aus. Mehr möchte ich dazu eigentlich auch gar nicht sagen, außer dass ich total begeistert bin. Wenn es allerdings US-Heftleser unter euch gibt und ihr tiefergehende Reviews zu den US-Heften haben wollt, schreibt einfach unten in die Kommentare und ja, ich denke mal, da lässt sich auf jeden Fall was machen. Soweit, so gut. Wie immer an dieser Stelle Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat. Ein Abo, wenn ihr weitere News zu Comics und Collectibles haben wollt. Da geht's zu den Comics, da zu den Collectibles. Ich bin euer Comic Hunter. Bis zum nächsten Mal.